Husbeck. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Verlosung von unfassbaren 500 Abonnenten. Wir sind mittlerweile bei 520. Das ist wow. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nice. Folgendes, ich habe mir die Leute, die kommentiert haben und überhaupt kommentiert, rausgefischt, hier hingeschmissen. Und jetzt zeige ich euch ganz kurz was. Also, einer gewinnt auf jeden Fall diese Stanze hier. Und eigentlich wollte ich nur zwei ziehen lassen, weil ich habe ja schon 5 Herzi-Pakete gemacht. Mein Mann meinte aber 3, also der dritte, das hast du meinem Mann zu verdanken. Jeder bekommt einen Duft. Ich habe nur 2, ne? Also ich besorge natürlich noch einen. Du bekommst auch noch ein Heftchen von mir. So, und jetzt geht's los. Also, ich verlose auch noch das Punchboard von We Are Memory Keepers. Ich würde mich freuen, wenn einer mit dabei ist, der das noch nicht hat. Ich finde das toll. Ich finde das wirklich sehr, sehr toll. Das hat einen Wert von, ich glaube, um die 30 Euro habe ich hier im Bastelladen dafür bezahlt. Ich selber besitze das schon. Und ihr dürft euch ein Portemonnaie aussuchen in Wert von 23,50 Euro. Das ist einmal das. Das ist original von der Nordsee. Und auch das kam 23,50 Euro. Ich lasse das drin. Also sehr hochwertige Portemonnaies sind das. Ich finde die total süß. Das eine ist halt eben etwas kindlicher gemacht. Aber hallo, wir basteln meistens niedlich. Also, ne? Ich finde die total süß. Ich selber habe auch eins. Also die sind wirklich nagelneu. Ich habe die mitgenommen, ich habe die ausgesucht für die Verlosung. Ich finde sie einfach total niedlich. Ja, genau. Die, ihr könnt da ruhig ehrlich sein, wenn so ein Portemonnaie nichts für euch ist, dann, weiß ich nicht, gibt es einfach ein Stempelset. Also wenn ihr mit irgendwas nicht zufrieden seid, weil ich möchte schon, dass euch das gefällt, ne, dann sagt ihr das einfach. Manche sagen jetzt vielleicht, boah, krass und wie nett bist du denn, aber wie verwöhnst du denn die Leute? Nein, darum geht's nicht. Ich möchte ja, dass ihr glücklich seid, ne? Und nicht, dass das dann ankommt und ihr das wegschmeißt oder was weiß ich, was ihr damit macht. Also wisst ihr, wie ich meine? Ich möchte, dass ihr euch freut. Ich dachte, vielleicht mache ich jemanden damit eine Freude. Ja, genau. Und es gibt natürlich noch, also die Stanze ist schon da. Und ich hatte mir jetzt überlegt, zu Betty zu sagen, ich sag jetzt einfach mal, bring mir mal das mit. Oder bring mir mal noch das mit. Oder das, oder das, oder das. So, das Problem ist, nehmen wir mal an, wir ziehen hier 3, die alle Stempel haben. Wisst ihr, was ich meine? Dann habe ich ein Problem. Ich mache das wieder so. Klar, kann mit der Stanze auch sein. Glaube ich aber nicht, weil die war ganz schnell weg. Ihr dürft euch ein Stempelset aussuchen und das bestelle ich einfach mit und packe das dann ins Paket rein. So machen wir das wieder. Ja? Ihr dürft euch einfach aussuchen, was ihr haben wollt. So machen wir das. Ne? Also die Stanze ist, wie gesagt, da. Ich habe das Punchboard habe ich da. Die wunderschönen Portemonnaies. Und wir gucken einfach mal. Ich kriege euch schon irgendwie glücklich. Ne? Wir kommen schon auf den Nenner. So. So, ihr Lieben. Also ich ziehe ein. Ich ziehe einfach den ersten. Und dann hole ich meinen Mann und er darf den zweiten ziehen und dritten.
Oh, na prima. Ja, geil. Ich habe sehr, sehr starkes. Wie macht man das jetzt mal? Wartet mal, Leute. Alle weg, ja. So, wir machen das jetzt so. Dann mache ich den. Oh mein Gott. Der war aber dreckig. Wartet. One hour later. Hoppala. Das ist ein Spucktuch von meinem Sohn. Das war auch dreckig, aber egal. Es geht einfach darum, dass niemand sieht, was auf den Zetteln steht, falls die aufgehen. Na, weil man kann es ja an der Seite sehen und das ist ja total Beschmu. Also, ich habe nichts an meinen Händen, ja. Ich gehe jetzt einfach hier an der Seite rein, ja, und ziehe. Mach so. Aber und zieh einfach ein, ja. 2 hours later. Alle Herzis stehen da drauf. Nicht nur, ich habe sogar Leute aufgeschrieben, die nicht unter der Verlosung kommentiert haben. Also, ich habe geguckt, wer kommentiert. Meldet euch dann bitte. Ja, wer sich nicht meldet, innerhalb von 3 Tagen ziehe ich einen neuen. Und ihr müsst Abonnent meines Kanals sein, ihr Süßen. Ich kontrolliere das natürlich, ne? Schatz! So, ich ziehe jetzt ein. Three Ich habe hours ein. later. Nice. Claudia Burgel, 6025. Herzlichen Glückwunsch. Und mein Mann darf seine Hand hier reinstecken und den nächsten ziehen und noch einen. Ich drücke euch die Daumen. Weil man die Namen lesen kann, musst du die Hand reinstecken und 2 ziehen. Ach so. Vorsicht! Ja. Der randaliert hier alles, ne? Ich bin nur die zweite Ziehmarie für den zweiten Platz, Und oder? dritten. Zweiten und dritten. Ah. Sag mal Hallo. A few moments Mal later. schauen. Wenn nicht mal Hallo gesagt. Schämen Sie sich in Grund und Boden. Hallo erstmal, ich bin der Neue. Ich habe hier schon eins gezogen, aber ich musste erstmal mich vorstellen. Hast du richtig gemischelt? Komm, ich will gucken. Ja, Ich bin. ich mache jetzt das auf. Nadine! Nadine! Je nachdem, wie das Handy gerade gehalten wird, dass man von jeder Position das Ist nachher sehen egal. kann. Nein, kannst du so lassen. Oh, So. sehr schön. Ich freue mich natürlich über alle, ne? Aber Nadine kenne ich. Ja, Glückwunsch Oh, für sehr Platz 2 schön. und jetzt Noch ein. noch einen. Müsste, Jetzt aber mache ich von hier. richtig mal wuscheln hier. Oh, und jetzt kratze ich hier an, um zu brennen. Komm hier. Komm hier rein. Schau, da. Upsa. So, dann den Platz Nummer 3. Wer ist es? Die Marion. Marion. Die hat. Oh, du hast schon ein Herzi-Paket bekommen. Du staubst doppelt ab. Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. Oh, ich freue mich natürlich für alle. Für die, die nichts gewonnen haben, nicht traurig sein. Denk dran, ich gucke immer und ein Herzi-Paket gibt es immer mal wieder. Ich habe ja gesagt, ich schmeiße alle in die große Verlosung, weil die Herzi-Pakete waren natürlich für Leute, die immer viel kommentieren. Und das wäre gemein gewesen, wenn ich gesagt hätte, euch schließe ich von der großen Verlosung aus. Das wäre gemein gewesen. Marion hat Glück gehabt. Sie wurde jetzt zweimal, ne? Hast halt eben Glück gehabt und ja, so ist das manchmal, ne? Herzlichen Glückwunsch an alle. Ja, Glückwunsch an alle drei und toi 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 für die anderen das nächste Mal etwas abzustauben. Genau, richtig. Gibt ja immer wieder eine Verlosung. Das ging ja jetzt so Knall auf Fall mit den Abonnenten. Die nächste Leiter bzw. der nächste Stopp ist 1000. Ich freue mich über jeden Einzelnen. Vielen, vielen lieben Dank für eure lieben Kommentare. Und
ja, für eure lieben Worte, für eure Unterstützung. Und wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und meldet euch bei mir und dann quatschen wir. Ja, ich guck mal, was wer bekommen könnte. Und dann unterhalten wir uns dann nochmal drüber, ob ihr damit glücklich seid. Bis dann. Tschüss. Küsschen aufs Nüsschen. Tschüss.